Und weiter geht's mit Mission 8 der Sowjetkompanie mittlerweile. Wie gesagt, es geht mittlerweile echt zackig. Und wir haben die Auswahl. Ich gehe mal nach Italien. Ich habe dir Berlin versprochen, Josef. Hast du etwa an mir gezweifelt? Wenn ich das täte, wärst du längst tot. Wie könnte ich dir meine Liebe besser zeigen als mit einer Stadt als Geburtstagsgeschenk? Da fallen mir schon ein paar Möglichkeiten ein. Was? Ein paar Sachen dürfen Sie noch nicht sehen. Kommen Sie, wir sind spät dran für die Besprechung. Was ist denn so wichtig, dass Sie eine private Besprechung stören, Gradenko? Sie verschwenden unsere Zeit mit Zaubershows? Das hier ist Elba. Unsere Aufklärung ortete die Landung eines alliierten Truppentransporters. Unsere Agenten gingen hin, sahen das hier, nahmen es auf Video auf und dann... nichts mehr. Er ist nicht abgezogen, das hätten wir mitbekommen. Er ist einfach verschwunden. Lassen Sie das nochmal laufen. Unmöglich. Eine ganze Einheit. Ich muss wissen, was genau das ist, Nadja. Wenn es eine Waffe ist, muss ich sie haben. Das wäre eine prächtige Ergänzung zu unserem Projekt Eiserner Vorhang. Eiserner Vorhang? Darüber brauchen Sie nichts zu wissen, Genosse Kukov. Kontrollieren wir Elba? Alliierte Cyborgs halten die einzige Gefechtszone auf der Insel. Wir hätten uns ja schon längst um sie gekümmert. Keine Ausflüchte, Genosse. Wir brauchen diese Insel. Nein, Gradenko. Sie bleiben hier. Schicken Sie den Hauptmann. Er soll das erledigen. Verhindern Sie mit Hilfe unserer U-Boote die Landung weiterer Cyborgs und eliminieren Sie alle gegnerischen Bots in der G-Zone. Die Mission. Einheit verloren. Wird gebaut. Fragt sich noch jemand außer mir, warum Kukov den beiden beim... nun, ihr wisst schon, zugeschaut hat? Warum haben die da eine Überwachungskamera drin in ihren Privatgemächern? Und wie die sich verpissen jetzt, wo ich was gebaut habe? Ich wusste dann eben nicht. Abgebrochen. Gestoppt. Dann brauche ich trotzdem eine Raffinerie. Das ist ja wirklich, du guckst euch so ganz gemütlich zu und sagt so, und sagt dann zu mir, ja, weiter brauchst du jetzt noch nicht zu schauen. Denk mal einfach so, Alter, was ist das für ein Spanner? Und wie dreist ist er auch noch, es dann mir zu verwehren? Aber okay. Ja, das war eine ziemlich lange Zwischensequenz jetzt, was da alles passiert ist. Irgendwie finde ich schade, dass alle so schlecht mit Kukov umspringen. Weil ich finde ihn eigentlich charakterlich ganz cool. Ich meine, der behandelt uns wenigstens nicht wie Dreck, wie es Gradenko macht. Da kommen Verstärkungen. Die kommen ein bisschen spät. Hätte ein bisschen früher schicken können. Ich hoffe, ihr hört den Hund nicht im Hintergrund. So, meine Freunde. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir.
Dann wollen wir mal ernten gehen. Links, rechts, geradeaus. Kriegt man ja eigentlich schon neue Spielzeuge jetzt endlich mal? Vor allem vom Panzern vielleicht? Flammenwerfer-Infanterie schön und gut, aber ich hätte auch gerne etwas, was ich wirklich gebrauchen kann. Tesla-Spulen und Mammutpanzer, dann bin ich glücklich, mehr brauche ich nicht im Leben. Das ist die Weltformel. Es gibt noch mehr Verstärkungen. Hab ich schon mal erwähnt, dass die ein bisschen spät kommen. Okay, das sind Sandsäcke, da ist, glaube ich, was ich jetzt noch nicht unbedingt sehen will. Ich sag's immer wieder, es ist sehr verwirrend, dass V2 und Schlag-Raketen den gleichen Sound einfach haben. Apropos, die Alliierten werden bestimmt auch mal bald mit den Hubschraubern nerven. Jetzt dürften wir es langsam auf dem Tech-Level sein, dass die auch mit ihren Raketenhubschraubern kommen. Das kann auch nervig sein. Waffenfabrik, mach mal hinne. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoption. Energieniveau kritisch. Und wir haben gebaut. Ja, machen wir zumindest erstmal einen schweren Panzer. Ja, Sir. In Ordnung. Was sehen denn da meine Augen? Ich bin entzückt, bin ich. Das ist schon mal das Erste, was mir gefällt. Wenn wir jetzt noch ein Tech-Zentrum bauen und ich dann Mammutpanzer sehe, dann bin ich... Ich glaube Mammutpanzer... An die glaube ich noch nicht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube, die Tesla-Spule haben wir jetzt schon mal, aber Mammutpanzer bekommen wir erst später. Wird gebaut. Ist da sind wir jetzt schon... Da werden wir auf so wichtige Missionen geschickt und wir haben nicht das volle Arsenal zur Verfügung. Ja gut, klar. Echtzeitstrategie klassisch. Wir schalten Sachen nach und nach frei, klar. Alter, wie weit schießt denn das Ding? Geh doch weg. So, mal noch einen schweren Panzer bitte. Dann haben wir zu langsam mal was. Hi, ihr seid ja wieder da. Bums, habt ihr euch zurückgezogen, um euch dazu zu entscheiden, jetzt wiederzukommen? Ausgerechnet jetzt. Wo ich mich weiter aufgebaut habe und Verstärkung gekommen ist. So hat ja euer Rückzug noch Sinn gemacht, so im Sinne von, jetzt ist die Kacke am Dampfen, wir hauen mal ab. Aber dann wiederzukommen, wenn man noch vorbereiteter ist, ist nicht unbedingt das Cleverste. Ich hätte mal gerne ein schnelles Tech-Zentrum, um mich zu vergewissern. Ob die Mammutpanzerisierung unseres Arsenals stattgefunden hat. Ja, Sir, bestätigt. Ah, das da unten ist ein kleines Paradies, ich sehe es schon. Ist das die Mission eigentlich? Okay, wir müssen einfach nur die Insel zurückerobern. Ist in Ordnung. Von mir aus. Das ist also noch nicht die Mission, wo wir die Chronosphäre... Wisst ihr was? Ich speichere mal tatsächlich unter Sowjets Mission 6, 7, 8 schon, ja. Weil, was ich mittlerweile weiß, die Mission, wo wir auch wirklich eine Chronosphäre einnehmen müssen, müssen wir vorsichtig sein mit Scouten. Da habe ich noch eine Warnung bekommen in den Kommentaren. Vielen Dank an der Stelle. Weil das kann gewaltig ins Auge gehen. Ich komme darauf noch, sobald wir es sehen. Unzureichende Finanzmittel. Und da sind wir schon soweit. Gut, hier haben wir das Ding in der Nähe. Da mache ich dann tatsächlich noch einen weiteren Erztransporter einfach.
Bestätigt. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Was haben wir denn da links bei uns am können? Das sind tatsächlich die, die sich vorhin verkrümelt haben. Der Ranger wird auch nicht sehr viel zu entgegensetzen zu haben. Gegenzusetzen haben. Meine Güte. Mein Mund macht sich wieder selbstständig. Abgeschlossen. Sehr erfolgreichen Unternehmen übrigens. So. Gut, es wird gebaut. Es kann ja nicht alles schön sein. Aber wir haben schon mal Tesla-Spulen. Die können wir auch offensiv einsetzen. Wir können ja Stück für Stück nah an den Gegner ranbauen. Ne? Das ist tatsächlich etwas, was ich auch hier und da gerne getan habe. Ich glaube, mit kritischem Energieniveau sollte ich keine Tesla-Spule bauen. Wird gebaut. Aber wir können Fallschirmbomben machen mittlerweile. Weile. Ey! Lass mich mal hier nicht abschießen. Ich glaube, es hakt. So, ihr verletzten U-Boote geht mal zurück. Da sparen wir eine Menge Geld, wenn ihr nicht kaputt geht. Gott, ist das ein langer Weg. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Hi. Jawohl, Befehle. Was habt ihr denn für Probleme gerade? Ja, Sir. Abgeschlossen. Melde mich in Ordnung. Es gibt nur zwei Wege. Ja, gut, es gibt drei Wege, von denen die KI kommen kann. Einsatz. Hier wollte ich noch gucken, genau, bevor ich unterbrochen wurde. Einheit bereit. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Die sind voll auf den Panzer gerade scharf. In Ordnung. Bestätigt, in Ordnung. Lieber Alliierte, ich sage einfach nur nein. Jetzt sonst wurde noch ein Haar. Was ist denn für eine komische Priorität? Prioritant. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ach, stimmt, ja. Flugzeuge waren nicht automatisch. Anders ist bei den Helikoptern, waren ja keine gratis Flugzeuge da. Dementsprechend ist mir nur das eine. In der vorletzten Mission war es, als ich mich gewundert habe, dass die Flugzeuge alle weg sind. Es ist nur eins kaputt gegangen. Ich hatte auch nur eins. Kommt mir gerade so im Nachhinein. Ich nehme das ja gerade alles in einem Stück auf. Ich werde, das ist bestimmt auch in den Kommentaren drin mittlerweile. Wo ihr diese Mission seht. Tesla-Spülchen zur Verteidigung. Spionage, ja, machen wir mal. Die Bomben brauchen ein bisschen. Schön, dass du da bist. Du solltest jetzt aber bitte wieder gehen. Oh Gott, bis die U-Boote da immer rumgetuckert sind. Ja, deswegen war ich ungern Flammenwerfer-Infanterie. Einmal getroffen, die gehen halt auch wirklich unglaublich schnell kaputt. Ich darf kaputt sagen, es sind Roboter. So. Angeblich. Machen wir die direkt mittig, kommt. Zack. Hier ist jetzt sicher. Da oben sorge ich dann auch noch für. Aber vorher sorgen wir dafür, dass wir ein bisschen besser Panzer spammen können. Wenn schon kein Mammutpanzer, dann holen wir uns wenigstens schnell viele Kampfpanzer. Wird gebaut. So, du mein Freund, was mir unten schön die Edelsteine hoch. Wo zur Hölle kommt der bitte her? Okay, wo zur Hölle kommen die bitte her? Und dann fahren die einfach.
Das ist einer dieser Random-Augenblicke, wo man einfach denkt. Ihr Einsatzfahrzeug? Da hinten ist irgendwo eine Landestelle, kann das sein? Oder waren die ganze Zeit schon hier? Und haben sie versteckt? Nee, hier ist eine Landestelle tatsächlich. Nee, hier ist ein Übergang. Das wird immer besser. Wir brauchen noch mehr Tesla-Spulen als gedacht, um hier wirklich einen Platz zu sichern. Obwohl von da links ja eigentlich nichts kommt. Werkstatt hätte ich gern noch. Nein, wir brauchen keine Silos, wir brauchen einfach mehr Panzer. Primärbauwerk ausgewählt. Muss einfach mehr ausgewählt werden. Ja, Sir, in Ordnung. Ja, Sir. Ein seid ihr repariert? Nein. Wird gebaut. Im Übrigen, das soll anscheinend hier, wo ich mal gesagt habe, die haben so eine Rakete hinten dran, die sind anscheinend eine Antenne darstellen. Ja, Sir. Bestätigt. Weiß ich nun auch Bescheid. Hallo. Ich geh mal wieder. Tschüss. Du kannst gleich mal wieder reparieren gehen. Wir brauchen Silos. Wird repariert. Wir brauchen Silos. Wird repariert. So, es ist gar nicht mehr so verkehrt, die Werkstatt dann nah an der Front zu haben, wenn ich dann gleich da durchstoßen will. Wird gebaut. Wird gebaut. Und mehr Panzer. Melde mich wie befohlen. Ich glaube, das ist, wenn die U-Boote kaputt sind. Dann tauchen sie immer wieder auf und ab. Man hat ständig das Geräusch. Und dann zum Glück überhaupt nicht wahnsinnig. Einheit bereit. Wird gebaut. Ah, repariert. Sehr schön. Kommen wir da hoch. In Ordnung. Ja, wenn sie im roten Bereich sind, ist es, glaube ich, so. Ziel wählen. Einsatz gespeichert. Ziel wählen. Mittlerweile ist er wieder ganz gut aufgebaut. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Ach du, uiuiui. Okay, wir haben hier noch ein bisschen mehr Widerstand vor uns. Soll ja nicht so schlimm sein. Da wollte sich einer durchschleichen, da sieh mal einer. Oh, die fressen halt gewaltig Energie. Also die OP hat halt auch ihren Preis. Sie kosten viel und fressen verdammt viel Energie, dass du auch wirklich mit sehr vielen Kraftwerken gegenwirken muss. Wo wird hier geschossen? Ich sehe nichts ein. Mittlerweile haben wir ein paar Panzerchen, würde ich sagen. Bestätigt. Bereit zum Einsatz. Konstruktion abgeschlossen. Da noch eins hin und dann hätte ich gerne meine Einheit bereit. Wird Tesla-Spulen. Denn ich hätte am liebsten noch eine hier oben und dann noch eine nach links und dann sind wir eigentlich soweit erstmal abgesichert. Klar, vor richtig fetten Sturmangriffen nicht. Mit genug Panzern kriegt man die Tesla-Spulen schnell kaputt. Aber davon gehe ich nicht aus. Einheit bereit. In Ordnung. Wird gebaut. Wollen wir mal unseren Jack ein bisschen einsetzen? Ich habe überlegt, ob ich da meine Bomben einsetze, aber so kurzen, so langen Cooldown wie die haben. Auf was soll ich die einsetzen? Wird gebaut. Melde mich bestätigt. Ich würde ja gerne sagen, auf irgendwas, was wir mit unserem Panzer nicht klein kriegen, aber wir kriegen eigentlich alles mit unserem Panzer klein, das ist das Problem. Allerhöchstens, einzige Problem, das wir haben könnten. Wird gebaut. Wären Schiffe. Das muss zum Beispiel auf einen Kreuzer oder so draufhauen, der uns auf den Nerv geht. Da kommt gerade einiges.
Aber wie, was für eine übel hohe Feuerrate die Tesla-Schule gegen Infanterie hat, ne? Ich meine, eigentlich könnte man meinen, okay, eine Waffe, die lange auflädt und einen fetten Schadenstrahl macht, ist halt richtig gut gegen Panzer, aber schwer gegen große Massen von beispielsweise Infanterie. Aber nö, selbst diese Schwäche ist bei der Tesla-Spule ausgeglichen, weil sie gegen Infanterie einfach eine höhere Feuerrate hat. Also, what? Einsatz gespeichert. Ihr Einsatz bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Wahrscheinlich ist in der Richtung gar nichts mehr, oder? Hi. Abgeschlossen. Wir noch eine Zimmer eigentlich soweit gesichert. Zusätzliches Kraftwerk kann jetzt nicht schaden. So kommen wir mit unserem U-Boot noch ein bisschen rum und bauen weiter Panzer. Und ich würde mal sagen, das reicht für diese Folge. Jetzt haben wir uns schön aufgebaut und alles vorbereitet. Und in der nächsten Folge hauen wir den Alliierten mal ordentlich auf den Hintern. Also auf eine weniger sexuelle ausgerichtete Art. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.